Genau 90 Jahre ist es her, als Firmengründer Peter Resch in der heute zur Stadt Wels gehörenden Pernau eine kleine Bäckerei kauft. Heute, im Jahr 2014, kennt man die Bäckerei Resch, die einer der größten Österreichs ist, unter dem Firmennamen Resch und Frisch. Wenn wir gestartet haben, das war so, da war ich gut 20 Jahre alt, kann mich noch gut erinnern dran, da hat es ja dann Lebkuchen gegeben, vielleicht Semmerl und ein paar einfache Sachen. Mögen 30 verschiedene Produkte gewesen sein. Heute haben wir im Stammsortiment haben wir um die 750 verschiedene Produkte. Wir haben ein Regionssortiment, also in Berlin braucht man was anderes wie in Wien. Und wir haben dann noch ein Saisonsortiment. Zu Weihnachten braucht man was anderes wie zu Ostern. Und wenn man das alles zusammenzählt, kommt man schon auf über 1300 verschiedene Produkte. Maßgeblich für das außergewöhnliche Wachstum der Firma war die Entwicklung von der herkömmlichen Bäckerei Resch zu Resch und Frisch im Jahr 1988. Seither wird Gebäck zu einem Großteil vorgebacken und bei Bedarf fertig gebacken. Erhältlich sind die Backwaren in den eigenen Filialen in Oberösterreich und Salzburg, der Gastronomie und Hotellerie sowie über das Back-zu-Hause-Heimdienstsystem in Österreich und Bayern. Wir sind jetzt in 9 Ländern tätig und beliefern heute die Gastronomie, die Hotellerie, ungefähr 15.000 Betriebe. Wir haben 150.000 Endkunden im Back-zu-Hause-Geschäft und in unseren Filialen, ja, sind Gott sei Dank auch jeden Tag viele Kunden, ungefähr 10.000. Also wir sind schon sehr umfangreich jetzt inzwischen geworden mit vielen, vielen Produkten. Brot und Gebäck sind nach wie vor die Klassiker im Sortiment. Hergestellt werden aber auch Konditoreiwaren, Snacks und sogar Pizzen. Neben der stetigen Weiterentwicklung der Produkte setzt Resch und Frisch verstärkt auf Wissensvermittlung. Beim Wein gibt es einen Sommelier, beim Käse gibt es einen Sommelier. Wir haben uns vor einigen Jahren gedacht, warum soll es das nicht auch beim Brot geben? Jetzt haben wir einen Lehrgang zum Brotexperten mit initiiert und haben mittlerweile über 30 Personen bei uns im Unternehmen geschult. Mit diesem Know-how kann man den Kunden oder auf Kundenwünsche speziell und individuell eingehen, was jetzt den Geschmack, aber auch was Lebensmittelunverträglichkeiten betrifft. Gut beraten kann man deshalb, da man auch die Rohstoffe selbst kontrolliert und weiß, wo sie herkommen. Insgesamt stehen 350 Getreide- und Gewürzbauern in Österreich bei Resch und Frisch unter Vertrag.